Mein allererster Zaubertrick funktionierte mit 3 Bällen, die aus Schwamm waren und einer Schüssel und einem Zauberstab. Und jetzt zeige ich euch den Trick einfach. Viel Spaß! Ja, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habe ich euch gefragt, was ihr hier auf diesem Kanal sehen wollt. Und einer der Top-Kommentare war... Ja, und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Hier sind also jetzt 10 Fakten über mich. Fangen wir ganz locker an mit Fakt Nummer 1. Ich habe einen Zweitnamen, den fast keiner weiß. Fakt Nummer 2. Seit ich in der ersten Klasse bin, also seit ich ungefähr 6 Jahre alt bin, mache ich Kampfsport und zwar genauer Karate. Fakt Nummer 3. Nach der Schule, also nach dem Abitur, wollte ich eigentlich Film studieren, aber ich bin nicht angenommen worden. Die wollten mich einfach nicht haben! Jetzt bin ich Zauberer. Fakt Nummer 4. Vor meinem ersten Zeitungsartikel war ich schon im Fernsehen. Ich hatte also meinen ersten Fernsehauftritt vor meinem ersten Zeitungsartikel. Klingt komisch, ist aber so. Fakt Nummer 5, vor diesem Kanal hatte ich schon einen anderen Kanal, auf dem es jetzt aber nichts mehr gibt, da ist auch kein Video mehr online, aber da sind richtig, richtig alte Videos von mir beim Zaubern und allem Möglichen drauf und vielleicht blende ich mal hier was ein oder zeige ich euch mal mein allererstes YouTube-Video oder reacte mal zu meinem allerersten YouTube-Video. Normalerweise, wenn ich jetzt ein guter YouTuber wäre, würde ich jetzt sagen, hier bei 10.000 Daumen hoch reacte ich zu meinem ersten Video, aber dann muss ich das ja machen. Fakt Nummer 6. Mein allererster Zaubertrick funktionierte mit 3 Bällen, die aus Schwamm waren und einer Schüssel und einem Zauberstab. Und jetzt zeige ich euch den Trick einfach. Viel Spaß! So Freunde, es wird jetzt Zeit für unseren, beziehungsweise meinen allerersten Zaubertrick, den ich gelernt habe. Erst vorneweg, ist kein Harry Potter Placement, bin nur ein hoffnungsloser Fan. Deshalb Harry Potter Zauberstab, Harry Potter Müsli Schüssel. Aber er funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier diese roten Bälle, die haben wir hier 3 Stück davon. Und wir haben hier so eine Schüssel. So, von so ganz normale Müsli-Schüssel und die Idee ist folgende, wir nehmen hier einen so einen roten Ball, packen den hier in die Hand, hauen hier einmal drauf, da, dann ist der Ball verschwunden, teleportiert sich einmal überall hin und zack, schon ist er hier unter der Schüssel gelandet. So, sieht man, leer, 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 perfekt, packen wir hier rein, jetzt nehmen wir den nächsten, packen den einmal hier in die Hand, einmal drauf, einmal hier rausgenommen. Schön hier drunter gepackt und schon ist auch schon der nächste unter der Schüssel angekommen. So, machen wir das noch ein letztes Mal. Den packen wir hier einmal rein, packen hier drauf, zack. Na gut, dann machen wir es nochmal, zack, zack. Und schon ist auch der weg. Und, meine Damen und Herren, jetzt ist auch der dritte angekommen. Und damit wäre doch meine Aufnahmeprüfung für Hogwarts endlich durch. Der Brief, den ich mit 11 Jahren hätte bekommen sollen, ist wohl in der Post verloren gegangen. Deshalb hier nochmal ein kurzes Bewerbungsvideo und ach, Hogwarts, Sie können mich jetzt bitte aufnehmen. Ja, das war mein allererster Zaubertrick. Ist nicht schlecht, oder? Weiter geht's. Ich hatte einen weiteren Berufswunsch außerhalb der Zauberei und außerhalb von dem Filmstudium. Und zwar wollte ich nach meiner Realschule Polizist werden. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit bis dahin Polizist werden, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin durch die Prüfung gefallen. Naja, ich bin, also es ist ja im Endeffekt, ist ja alles richtig gelaufen. Aber Riesenrespekt an alle von euch, die Polizist werden wollen oder Polizist geworden sind. Und ja, weiter geht's. Fakt Nummer 8 ist, dass ich in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen habe, das nichts mit Zaubern zu tun hat. Also Zauberbücher waren tatsächlich die einzigen Bücher, die ich komplett gelesen habe. Alle anderen Bücher habe ich einmal aufgemacht, ein bisschen angefangen zu lesen und dann habe ich die mal weggelegt. Und das muss ich auf jeden Fall ändern, aber bis jetzt die einzigen Bücher, die ich wirklich durchgelesen habe, waren Zauberbücher. Fakt Nummer 9. Das erste Mal, dass ich in Las Vegas war, da war ich 16 Jahre alt. Ja, es war direkt nach der Realschule, ich habe mein ganzes Geld zusammengekratzt und habe meinen Kumpel Andre Dick in Las Vegas besucht. 2 Wochen lang und das war total krass. Ja, und da war ich 16.
Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Mit der Show Timekeeper habe ich mir einen meiner größten Wünsche erfüllt und habe meine erste eigene Solo-Show gemacht, bei dem Leute zu mir gekommen sind, statt dass ich immer zu den Leuten gehe. Und es war wirklich unfassbar krass. Und da wollte ich mich nochmal bei allen bedanken, die dort waren, die da hingekommen sind. Und will euch auch sagen, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht in welcher Form, aber es wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen. Wir werden vielleicht eine Tour machen, vielleicht werden wir eine kleinere Tour machen, vielleicht werden wir eine größere Tour machen, wir wissen es noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir irgendwas Cooles machen und es wird wieder solche Shows geben. Also, dass jeder von euch auch die Chance hat, da mal hinzukommen. Und ich hoffe, dass nächste Woche ein unfassbar fetter Trailer von dieser Show online kommt. Und da bin ich schon richtig stolz und freue ich mich riesig, dass der endlich online kommt. Und dann, meine Freunde, dann müsst ihr den aber teilen, wie bescheuert. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr 10 Dinge über mich, die ihr davor wahrscheinlich vielleicht, wie auch immer, noch nicht gewusst habt. Und wenn ihr mehr von sowas wissen wollt, es gibt natürlich noch mehr Sachen, die keiner über mich weiß oder kaum jemand über mich weiß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und ja, denkt dran, 10.000 Daumen nach oben und wir reacten auf mein erstes Zaubervideo. Spaß. Ja, meine Freunde, wir sehen uns jetzt unten in den Kommentaren. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Timekeeper nochmal in die Kommentare und dann sehe ich, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Und dann würde ich einfach sagen, danke allen, die bis zugeschaut haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.